Max, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, dass wir heute hier sind und die Burger testen dürfen im Hard Rock Café und habe ganz viel Platz in meinem Bauch gelassen heute. Das ist gut, auf jeden Fall. Du hast gerade schon ein bisschen über dein Outfit geredet. Erzähl doch nochmal, was trägst du heute wahnsinnig Tolles? Also ich habe so eine Art, wie nennt man das, Harness-Top von einer Freundin von mir. Die ist Designerin, die heißt Melissa Minka, ist auch aus Berlin. Und das sind halt so Handschuhe und das sind dann Hosenträger, damit man halt einfach nochmal so sein Outfit ein bisschen aufpeppen kann, als nur ein Blazer und ein Top und eine Hose. Mhm. Einfach mal ein bisschen experimentieren. Sieht toll aus auf jeden Dankeschön. Fall. Läufst du öfter so außergewöhnlich rum oder wie ist so dein Look im Alltag? Also für mich ist es nicht so außergewöhnlich, glaube ich, wie für andere. Für mich ist es so normal, wie ich rausgehe und habe das halt, das läuft halt jeden Tag so rum, weil das so meine Art und Weise ist, meine Gefühle und meine Laune und einfach so mich auszudrücken. Und mag es dann auch immer gerne so ein bisschen zu experimentieren mit neuen Brands, mit neuen Designern, mit neuen Sachen einfach. Genau. Ja, wir haben dich gesehen bei Germany's Next Topmodel, da bist du gerade frisch raus. Ja, letzte genau. Woche, vorletzte Woche. Ja. Ich glaube vorletzte Woche. Genau, ja. Für dich ist natürlich schon ein bisschen länger her, die Dreharbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wann war das? Wie lange ist es ungefähr her? Ich glaube, das war November, Dezember so, um den Dreh, also Ende letztes Jahr. Wie ist es dir seitdem ergangen? Ja, mein Papa ist ja leider gestorben während den Dreharbeiten und ja, da musste ich damit erstmal klarkommen, dann das erstmal verarbeiten, dann erstmal so die ganze GNTM-Zeit verarbeiten, weil es ja schon so eine sehr krasse Erfahrung auch ist und so was so komplett out of my comfort zone war einfach, was komplett Neues zu machen, die ganzen Eindrücke mit den ganzen Menschen, dann mit den Kameras so. Also ich kenne es schon, vor der Kamera zu stehen als Model, aber so im Fernsehen das dann zu machen, ist nochmal ein bisschen aufregender. Und dann auch im Endeffekt das dann im Fernsehen zu sehen, erstmal ein bisschen verarbeiten, genau. Aber ich habe die Zeit gut genutzt, habe viel an mir selbst gearbeitet, habe viel auch so gearbeitet, was jetzt die nächsten Monate rauskommen wird auch. Also ich habe nicht einfach nur rumgesessen. Darüber sprechen wir gleich noch, aber erstmal noch mal kurz zurück zu deinem Rauswurf sozusagen. Wie war so die Resonanz? Also ich habe das Gefühl, du warst jemand, der sehr gut ankam. Die Leute waren traurig, dass du rausgeflogen bist oder wie war es so? Also ich kann nur das wiedergeben, so was ich auch an Feedback bekommen habe und was ich auch online gelesen habe in ein paar Zeitungsartikeln. Es war auf jeden Fall, dass es sehr oft Favorit genannt wurde und auch ja, während der Show eigentlich das Gefühl hatte, dass alles gut ist, weil bei mir auch immer gutes Feedback kam, es war nie irgendwas schlecht oder so. Also war ich eigentlich relativ zufrieden, auch mit mir selber. Und dann gab es natürlich sehr viele traurige Nachrichten und Leute, die mir dann so geschrieben haben, als ich rausgeflogen bin. Das sind auch richtig süß, habe mir auch alle durchgelesen und die Zeit genommen zu antworten, weil es schon so ein sehr krasser Support ist, vor allem in so einer Situation, wo man dann ausscheidet und sowieso erst so ein bisschen damit lernen muss, umzugehen, so viel positives Feedback zu bekommen. Das ist einfach richtig schön. Warst du doch überrascht, dass es so schnell geendet ist für dich? Weil du hast gerade gesagt, es gab eigentlich keine Kritik und dann wird man trotzdem rausgeschmissen. Ja, schon. Also es war schon natürlich, ist man überrascht so. Also man hat natürlich immer irgendwo ein Bauchgefühl, aber da war irgendwie nichts los. Also eigentlich war ich guter Dinge und es war dann anders, aber es ist gut so, wie es gekommen ist. Es haben sich viele Türen geöffnet, ich werde weitermachen und es funktioniert auch so. Wie war das denn für dich, dich jetzt dann im Fernsehen so zu sehen? Erstmal musste ich damit ein bisschen klarkommen, weil ich bin auch so jemand, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Audios verschickt, ob ihr das selber nochmal anhört. Ich zum Beispiel kann das gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, ein Audio nochmal von mir selber anzuhören. Und dann meine Stimme aus dem Fernsehen zu hören und mich zu sehen, ist auch schon ein bisschen krass am Anfang. Ich glaube, da muss man erstmal mit klarkommen auf jeden Fall. Aber es war dann im Endeffekt schon sehr cool. Mhm. Ja. Okay. Ja, du hast gerade erwähnt, es geht eigentlich für dich weiter. Was geht für dich weiter? Also, was machst du jetzt? Also, ich werde auf jeden Fall weiter meinen Modelweg gehen. Ich werde weiter versuchen, Fashion Week zu laufen, Jobs zu bekommen und auch auf Social Media aktiv sein, weil ich da jetzt so irgendwo meinen Platz gefunden habe und endlich auch langsam ankomme und glaube, dass ich mir da was aufbauen kann. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel jetzt für das restliche und das nächste Jahr. Mal gucken, was noch so kommt, ob es wieder in Richtung TV geht oder so, weiß ich auch noch nicht. Das würde ich mal offen lassen, aber einfach mal schauen, was kommt. Und wie ist so die Resonanz vielleicht von, weiß ich nicht, Modelagenturen oder Designern oder so? Ist da schon irgendwas gekommen? Ja, also es sind schon, also ich darf noch nicht so viel drüber sagen, aber es werden so zwei, drei Dinge demnächst kommen, die sehr polarisieren werden, auch mit sehr bekannten Marken und Firmen zusammen. Und auch Paris Fashion Week steht ja im September wieder an, da bin ich dann auch sehr wahrscheinlich am Start. Und ja. Also Fokus auf jeden Fall erstmal auf
Model, auf Modeln weiter und dann mal gucken, was noch so kommt. Eben, es will mir noch keine Türen zumachen, weil man weiß nie, wie sich das alles so entwickelt. Vielleicht habe ich in 2-3 Monaten doch nochmal Lust, ins Fernsehen zu gehen, muss einfach ein bisschen schauen, wie es kommt. Ja. Reality, wäre das was für dich? Ja, das eine oder andere Angebot ist auf jeden Fall schon da. Aber das würde ich wahrscheinlich erstmal ein Stück noch aufschieben und dann erstmal versuchen, jetzt das Ganze mitzunehmen fürs Modeln. Ja. Und erstmal meine 2-3 Ziele, die ich noch habe, abhaken. Mhm. Und dann vielleicht. Ist ja auch nicht einfach, ne? Reality darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, oder? Ja, ich glaube, es ist auch nochmal, also ich habe es schon bei Jimmy's Next Topmodel gemerkt, das ist so eine Bubble für sich. Das ist schon krass, wenn man dann wieder zurückkommt in das echte Leben und man merkt so, die Menschen leben trotzdem alle ihr Leben weiter. So, das ist gar nicht so, wie man das selber dann erlebt, so intensiv einfach. Und ich glaube auch, dass es so in der Reality-Bubble bestimmt ist. Aber ich würde mir da auf jeden Fall erstmal alle Türen offen lassen. Was ist so dein Stadtviertel? Mitte Prenzlauer Berg. Okay, also schon eher so. Verstehe. Dann viel Erfolg weiterhin im Model und vielleicht auch im Reality. Vielleicht. Vielen Dank. Danke dir.